an dem Tag, an dem Legal Highs uns endgültig die Arbeitsplätze weggenommen hatten und die illegalen Raves in der U-Bahn keine illegalen Raves mehr waren. Da haben der Gedankenniederschlag und die Überreste abgeschlagener Brückenpfeiler die Demokratie entführt, um mit ihr Messerwerfen zu spielen und das Territorium der Hunden zu ziehen. Und ihre Schreie, die haben sie verkauft. Denn wenn man alle Sonnenuntergänge nebeneinander hält, glüht der Himmel, sofern er ein Meer ist, doch als wäre es der letzte Tag. Verschlungen sind die Stunden, denn Legal Highs haben dir den Umsatz zerschossen. Abgebrochen teilst du die letzte Zigarette mit dir, der auch nur noch eine Leiche im Krankenhaus ist. Und wartest auf den nächsten Zug. Damit hat ja eigentlich Malerei nichts zu tun. Da gehört vielleicht auch diese stereotype Frage dazu. Was haben Sie sich dabei gedacht? Man kann sich nichts dabei denken, denn Malen ist ja eine andere Form des Denkens. Ich finde die Bilder schlecht, die ich begreifen kann. And I hope all of
ganz ernsthaft? Ja, sicherlich. Sehr ernsthaft, weil ich das für die allergrößte Kunst halte und für die allergrößte Notwendigkeit halte. Also ich halte es für die allernotwendigste Kunst. Such a
mehrfaches Verlangen. Eindeutiges Verfahren. Jedes Mal, wenn Sie auf einen draufschauen, vergessen Sie neuerdings zu zahlen. Mindestens Pferde, Wagen, Tod. Mit Ihnen lässt sich der Tag gut beginnen, das muss einmal gesagt werden. Gefragt ist nicht viel übrig. Immer ansonsten sehr friedlich in den Jenseits.